bist wieder in die Schule, Walli. Ja, genau. Ich finde diese alten Schulbänke, wie gesehen. Genau, hier sind auch diese Rechenschieber. Ja, dann setz dich doch mal hier. Du kannst dich spielen. Ja. Also wie man sieht, ich war das ja richtig schön gemütlich. Bis auf die Rückenschütze, doch die ist auch da. Doch, die ist da. Eine riesengroße Tafel. Ja, auch die hatten wir in der Schule. Hier wurde auch gelernt. Ja. Gelernt wurde immer. Bloß anders. Noch leichter. Ja? Ja, hier haben sie das einmal eins gelernt, haben es einfach stufenweise gelernt. Nicht alles so kompakt, ne? Richtig. Und hier ist das Schaufenster. Oh. Für die, die nachsitzen. Ein Strafbänkchen, da sitzt schon einer nach. Der ist Rüdiger. Das ist eine Schule, ne? Ja, christlich waren sie auch. Es wurde morgens auch gebetet. Ja. Das ist eine Schule. Und hier ist noch ein ganz alter Ofen zum Wärmen, besonders für die Winterzeit, damit es auch angenehm warm ist. Ja, und das ist der Lehrerpult. Also ihr seht, auch hier wurde gelernt. Richtig. Hier seht ihr noch diese verschiedenen Schreibarten, zeige ich euch gleich. Ja, das ist ja nicht schon. Ich denke mal, viele kennen die auch. Ja, aber die Jüngeren kennen die noch nicht. Ja, einige noch. Manche lernen es noch in der ersten, zweiten oder dritten Klasse. Weil das ist das Alphabet links auch gewesen. Die unten auch nochmal, die Sütterlich-Schrift. Die haben wir auch noch gelernt. Warum ich die noch alle kann, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch, oder? Ja, die Sütterlich haben wir gelernt. Die deutsche Schrift hatte mir, ja gut, das war ja nicht so schwer. Ja, ihr habt ja noch eine Übungstafel. Konnte ich da schreiben, gern die einzelnen Buchstaben schreiben, genau. Nachzeichnen. Also Schulzeit früher, Schulzeit heute. Ja, das war die frühere Schulzeit, die frühen Hefte. Ja. Da wurde ja auch nicht viel getan halt mit den Heften, wenn man so sieht, die Linien. Ja, damit hat ja nichts getan, aber das Material schon ein bisschen anders. Ja, gut, da und man braucht jetzt Fehler auch mehr. Guck mal, da ist die Tafel von früher. Mama, du willst meinen Hasen nicht. Was ist das? Hasen. Aber ist das ein Schreibmäppchen? Guck, so viel verändert. Das ist ein Schreibmäppchen aus Holz. Heutzutage hat man das Kunststück genommen. Das ist schwer. Man kann es ja selber abstocken, man könnte es immer noch nachlesen. Genau. Mit seinen Schülern die Freizeit. Kannst du das zulassen? Und hier unten ist die Lehrerversammlung, das Lehrerkollegium. Das war alles noch ein bisschen mit Respekt, mit Zucht und Ordnung. Das ist zum Glück jetzt vorbei. Die kenne ich auch. Da sind wir noch nicht. Ui, da. Ja, schauen wir mal. Die Schüler. Mama. Ja. Mama. Warum? Ich will dir was zeigen. Mama. Was ist das? Hier war wirklich noch Zucht und Ordnung, also er hat eine Erziehung, also er hat der Lehrer noch miterzogen.
Ja, so war das ziemlich streng. Da war immer eine strenge Zeit gewesen. Auch wie Julia sagte, wo du wirklich manchmal mit dem Stock auf die Finger gehauen, weil ich weh tat. Manchmal war ich schon ein bisschen rabiater. Die Kinder sitzen alle auf Korat. Also die Kinder sitzen auf dem Tisch heutzutage oder kreuz und quer. Heutzutage zum Glück alles noch. Schulgeschichte. Noch eine neue. Das war der Arsch. Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt immer abstoppen, kann nicht sein, dass ich ein bisschen schnell bin. Aber es hat... Mama! Da hat man ja schon schick gemacht, ne? Ja, zu der Zeit, ja. Das heißt, das nicht aufzumachen. Doch, die haben auch ihre Eigenheit, die kannten es ja nicht anders. Ja, ja. Ne? Und die waren auch schon, die konnten aber viel freier spielen, konnten auch viel mehr Freiheiten als heute, ne? Konnten ihre Fantasie noch freien Lauf laufen, ne?